danke schön. Frau Faeser, die Ausgangsfrage ging ja zu den 28 abgeschobenen Afghanen, mit großem Tamtam abgeschoben vor der Landtagswahl. Jetzt gehen ja die Meinungen da auseinander. Wurden sie abgeschoben? Sind sie freiwillig ausgereist? Es wurden 1.000 Euro Handgeld bezahlt. Also auf die Hand haben die noch mal 1.000 Euro bekommen. Das muss man sich vorstellen. In Deutschland werde ich aufgefordert, irgendwas zu tun. Und dann setzt der Staat das nicht etwa durch, sondern gibt mir noch Geld dafür, dass ich das, was ich sowieso machen muss, dann umsetze. Es ist so, als wenn der Steuerzahler Geld dafür bekommt, dass er Steuer bezahlt. Also völlig irrsinnig. Meine Frage geht dahin, wer hat die 1.000 Euro veranlasst? Waren es freiwillige Ausreisen? Und wurden die Geschädigten der Straftäter, waren ja Vergewaltiger darunter, die ja schadenersatzpflichtig gemacht haben, wurden die Geschädigten informiert, dass sie eventuell diese 1.000 Euro hätten pfänden können? Also Herr Kollege Brandner, ich will das noch mal deutlich sagen. Auch dort gehen Sie mit einem Populismus mit dieser Frage um, die ich dem Thema nicht angemessen finde. Das will ich zunächst mal festhalten, weil das den Menschen etwas suggeriert, was so nicht richtig ist. Es handelt sich um Abschiebungen. Sie haben mich gefragt, ob das Abschiebungen waren oder freiwillige Rückkehr. Es handelt sich um Abschiebungen im rechtlichen Sinne. Das haben wir durchgesetzt, gemeinsam mit den Ländern. Und das sogenannte Handgeld wird aus Rechtssicherheitsgründen mitgegeben, damit dort keine Verarmung eintreten kann, was zu einer Aufhebung dieser Abschiebung führen können. Es ist lediglich eine Rechtssicherheit, die in Deutschland üblich ist, ist schon vielfach gemacht worden, auch in gleicher Höhe. Die Auszahlung erfolgt durch die Länder, weil sie gefragt haben, und die Empfehlung war von uns, damit es rechtssicher ist.